Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webcast. Das Thema ist, ob das Band noch, also das typische Tape, was man ja immer mal sagt, ob das noch aktuell ist für eine Datensicherungslösung. Das ist der Aufhänger dieses Webcasts, um mal zu analysieren, naja, ist das Band wirklich noch aktuell oder muss ich dann entsprechend andere Technologien einsetzen? Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Per Kasten, bin Consultant bei ArcSurf und ja, entsprechend zuständig für diese ganzen Datensicherungslösungen innerhalb der ArcSurf. Ich denke mal, ArcSurf ist bekannt. Wir kommen gleich noch ein bisschen genauer dazu. Jetzt betrachten wir erstmal, wie gesagt, das Band als Medium, um dann, wie gesagt, eine Datensicherung vorzunehmen. Ja, so eine grobe Agenda habe ich mir vorgestellt, was man da entsprechend aufbauen kann. Wir werden gleich ein kurzes Video sehen von Google. Ich denke mal, das passt eigentlich ganz gut zu dieser ganzen Thematik hinein. Und dann schauen wir uns an, wie ist denn der Marktanteil überhaupt? Und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Technik. Und dann runtergebrochen auf das eigentliche Produkt. Was kann man damit entsprechend umsetzen? Wie kann man diese beiden Technologien entsprechend kombinieren? Das Ganze, wie gesagt, läuft hier über GoToWebinar. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen über das Chat. Die werde ich auch entsprechend oder über das Fragenfeld. Ich werde die dann entsprechend im Nachgang beantworten oder Sie können mich natürlich auch jederzeit gerne kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist auf jeder Folie unten rechts zu sehen. Und dann können Sie mich auch, wie gesagt, im Nachgang kontaktieren. Ja, schauen wir uns das Video mal an. Das läuft jetzt ein, zwei Minuten. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Aufhänger für das ganze Thema, wie gesagt. Whenever you use a Google product, you're connecting to one of our data centers around the world. Let's take a look inside and see how they work. Google employees work here, keeping the data center up and running 24 hours a day. The networking room is the first stop on our data center floor. The equipment here routes requests to the right servers in the next room. These computers also allow our data centers to communicate with one another globally. On the server floor, powerful computers handle everything from billions of searches to hosting YouTube videos and protecting your email against viruses. We've custom designed these servers to be compact and energy efficient. To ensure you have access to your data whenever you need it, we keep each piece of data stored on at least two servers. We store another copy of the most important data on digital tapes. When a hard drive breaks, we erase all of its content. Then, for extra security, we destroy it with our disk crusher. The machines in our data centers are always working. Cooling towers like these pipe in water to cool them down and keep them running. When the water heats up, we pump it back outside where it evaporates. Now that you've had a glimpse, walk inside yourself. Explore a Google Data Center with Street View. Ja, das war, wie gesagt, ein kurzer Ausblick, was Google so einsetzt. Das Ganze, wenn Sie sich ein bisschen zugehört haben, werden Sie verstanden haben, dass dort gesagt wurde, dass wichtige Daten auch auf Bände ausgelagert wird. Ja, das ist eigentlich auch gut so, weil, wie gesagt, hier mal ein paar, Google hatte schon ein Problem, wie gesagt, 2011, da gab es einen Bug in den Gmail-Postfächern und da mussten wir, wie gesagt, von Bändern eine Daten- und Postfächer dann wieder zurückgesichert werden. Sie sehen daran, dass das Band, wie gesagt, nicht tot ist. Das Band ist ideal für verschiedenste Umgebungen. Schauen wir uns mal den Marktanteil an von Bändern. Sie sehen hier links, das ist 2013 und dann rechts 2014 im ersten Halbjahr. Sie sehen, dass das Band sicherlich abgenommen hat, aber doch einen immensen Anteil hat, gerade beim Einsatz, wie gesagt, dieser Datensicherungslösung. Und Sie werden auch noch weiteres sehen, dass hier die Deduplizierung hier an dieser Stelle, die Deduplizierung mächtig, mächtig zugenommen hat. Das hat verschiedene Gründe, auf die wir dann, wie gesagt, im Nachhinein einzeln eingehen werden. Snapshot-Technologie ist ungefähr gleich geblieben, interessanterweise. Das finde ich ein bisschen komisch, aber gut, das kann sein, dass das so der Ansatz war, weil ich denke mal, dass Snapshot-Technologien doch entsprechend weiter zunehmen werden. Ja, schauen wir uns die einzelnen Sachen an, also gerade klassische Tapes, Medienbänder, im Vergleich zu Festplatten kosten sie
nicht so viel in Anführungsstrichen. Das heißt, das Medium können Sie dann entsprechend kaufen. Sie haben immense Aufnahmekapazitäten. Das werden wir gleich in so einer kleinen Übersicht sehen. Das heißt auch bei der Band, das Band hat einen riesen Vorteil, dass Sie das Band natürlich nehmen können. Ja, das ist sehr, sehr einfach, nicht besonders groß. Sie können das auslagern aus typischerweise der Tape Library in Safe tun oder. Das Band ist wiederverwendbar. Das heißt, Sie können jederzeit, wenn Sie sagen, okay, das Band ist ein Wochenband, das wird jetzt im Zyklus entsprechend überschrieben, können Sie es dann entsprechend wieder einsetzen. Der Einsatz ist skalierbar mit der Tape Library. Sie können eine entsprechende Größe von Datenmengen, können dann zusätzliche Bänder eingesetzt werden. Die Nachteile vielleicht so ein bisschen, naja, es ist sicherlich ein bisschen empfindlich, ja, also nicht nur mechanisch, sondern vielleicht, es ist sicherlich robust von der Struktur her, aber es ist doch ein bisschen empfindlich. Es wird ja dann auch diversen Bewegungen, habe ich es hier genannt, ausgesetzt in Form von Spulen. Das heißt, sie spulen ja vor und wieder zurück und das ist auch der Knackpunkt oder der größte Nachteil eigentlich von Bändern, dass es sicherlich eine sequentielle Aufzeichnung ist. Das heißt, Sie fangen vorne an und dann wird das Band entsprechend gesucht. Das heißt, wenn Sie bestimmte Daten suchen, geht dann erstmal dieser Spulvorgang los und dann muss er die entsprechende Stelle suchen. Das heißt, der Einsatz eines Bandes ist sicherlich nicht für jede entsprechende Technologie möglich. Festplattensysteme, hohe Aufzeichnungsraten, je nachdem, wie das entsprechend konfiguriert ist, in das RAID-System etc., kann ja auch ganz einfach eine Festplatte sein. Wahlfreier Zugriff ist, das heißt, ich springe ganz einfach dahin, im Gegensatz zum Band, was wir gerade hatten, und nehme dann genau das, was ich entsprechend brauche. Sie haben eine hohe Gesamtperformance, man kann RAID-Systeme, wie gesagt, bilden mit den entsprechenden Anschlüssen, dass man auch diesen Durchsatz dieser IOPS entsprechend schafft. Im Gegensatz zu Band, die Lebensdauer eines Fest, näher runtergebrochen, die einzelne Festplatte ist die Lebensdauer sicherlich entsprechend kürzer, wenn man das so sieht. Und beim Plattencrash müssen Sie natürlich schauen, gerade wenn das RAID-Systeme sind, dass Sie entsprechende RAID-Level entsprechend einsetzen. Sie sehen hier die Vor- und Nachteile, sind ein bisschen schwieriger bei der Festplatte aufzuzeigen gegenüber dem eigentlichen Band. Das Band, da hat sich eigentlich die LTO-Technologie durchgesetzt. Es gab in der Vergangenheit viele diverse Technologien, aber das Band hat, wie gesagt, oder das LTO ist mehr oder weniger der Standard geworden. Aktuell sind wir so im Bereich LTO 6, es gibt zwar schon LTO 7, aber Sie sehen hier die Kapazitäten, die nativen Kapazitäten, die Sie drauf schreiben können, mit der entsprechenden Geschwindigkeit und dann aufwärts bis zu LTO 8, das kommt sicherlich wahrscheinlich nächstes Jahr. Und ja, es gibt ja natürlich schon eine Roadmap bis LTO 10, da sehen Sie 60 Terabyte unkomprimierte Daten auf dem Band, das ist enorm, aber das nächste ist Geschwindigkeiten, das müssen Sie erstmal erreichen, das müssen Sie erstmal irgendwo herbekommen, um das Band dann entsprechend so füttern zu können. Hier die Roadmap, wie gesagt, wir sind aktuell so im Stand LTO 6 eigentlich, so Mitte des blauen linken Feldes, vielleicht auch der eine oder andere hat vielleicht noch vierer Generationen mit den entsprechenden Funktionalitäten, die dann da zum Einsatz kommen, aber Sie sehen, dass sich die Kapazität verdoppelt, die verdoppelt sich mit jeder Version und die Geschwindigkeit nahezu auch verdoppelt sich. Das ist immens, das ist Wahnsinn, was da für Kapazitäten und was für Geschwindigkeiten damit erreicht werden können. Und die einzelnen Funktionalitäten der Verschlüsselung, das sind die Laufwerke verschlüsseln ja mittlerweile hardwaremäßig, die dann entsprechend unterstützt wird ab LTO 4 und Warm-Medium, das heißt einmal beschreiben und dann wie gesagt, mehrfach lesen, typischerweise für Archivierungssysteme, ist auch bei den entsprechenden LTO-Generationen dort, kommt das zum Einsatz. Ja, jetzt geht es darum, wie kann man diese beiden Technologien am besten kombinieren? Seit längerem gibt es Bestrebungen, da zu sagen, okay, man macht typisch dieses Disk-to-Disk-to-Tape, also das erste Disk ist Quelle, dann auf eine Platte geschrieben und dann, wie gesagt, auslagern auf Band. Aus verschiedensten Gründen eigentlich. Das eine sind die Geschwindigkeiten, die man erstmal erreichen muss, weil bei klassischen Backup-Technologien, wenn man da von den jeweiligen Quellmaschinen die Daten sichert, bekommt man die Geschwindigkeit gar nicht hin. Und wenn das Laufwerk nicht im Streaming-Modus bleibt, sondern immer wieder anhalten muss, zurückspulen muss, den Anfang wiederfinden und so weiter und so fort, dann ist die Belastung des Laufwerkes immens und das hält einfach nicht besonders lange.
Ja, aus diesem Grunde geht man, wie gesagt, in diese Technologie rein und sagt, man sichert erst auf eine Platte, hat einen großen Block, weil von einem großen Block, einem großen Batzen an Blöcken kann man natürlich wesentlich schneller auf das Band schreiben. Man kann natürlich weitere Technologien einsetzen, wie Multiplexing, dass man von mehreren Quellen, um wie gesagt, diesen Datenfluss da überhaupt generieren zu können. Und der nächste Vorteil dieser Technologie ist eigentlich, dass man ja die Erstsicherung auf der Platte hat. Auf der Platte kann man sehr, sehr schnell zugreifen. Das heißt, man kann auch sehr, sehr schnell wiederherstellen, weil naja, der Knackpunkt einer Datensicherung ist ja grundsätzlich die Sicherung an sich, möchte man ja gar nicht tun, sondern die muss man machen, um im Falle eines Crash oder was auch immer dann entsprechend Wiederherstellung fahren zu können. Ja, und die Auslagerung dann auf Band, wie gesagt, mit dieser Technologie ist diese Langzeitarchivierung, dass man einfach sagen kann, man kann das Band rausnehmen und kann dann entsprechend weiter sichern, ja, erste Version immer auf der Platte und dann auslagern auf Band. Das ist so eine Technologie, die sich durchgesetzt hat. Warum? Da kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Problem. Ja, wenn Sie mal so einen Zeitstrahl betrachten und Sie haben irgendwann einen Ausfall, dann geht es ja darum, naja, wie lange dauert die Wiederherstellung? Und das ist das eine, das geht hier nach rechts. Wie lange dauert die Wiederherstellung? Was muss ich tun? Wenn ich aber während der Wiederherstellung feststelle, oh, ich muss auf eine Datensicherung zurückgreifen oder generell auf eine Sicherung zurückgreifen, wie alt ist denn dann diese Sicherung? Und dann geht der Zeitstrahl, wie gesagt, nach links und dann geht es darum, naja, wie weit muss ich denn da zurückgehen? Da gibt es verschiedene Technologien, das Ganze zu machen. Das eine ist Replikation. Das heißt, mit einer Replikation haben Sie sicherlich sehr, sehr kurze Zeiten, auf die Sie gegebenenfalls zurückgreifen können. Auch die Wiederherstellung ist sehr, sehr kurz. Sie greifen dann auf das Replikat zu. Nachteil von Replikationslösungen ist sicherlich immer wieder, naja, Fehler werden ja genauso mit repliziert. Ja, das heißt, da muss man so ein bisschen abwägen und eine Replikationslösung ist bei weitem keine Datensicherungslösung. Dann gibt es weitere Technologien, das ist Snapshot-Technologien, wo ich sage, okay, ich mache in regelmäßigen Abständen einen Snapshot von den Sicherungen, kann auch der sehr, sehr schnell, meine Wiederherstellung sehr, sehr schnell, meine Recovery-Time ist, oder ja, Recovery-Time ist kurz, aber auch Recovery-Point, das heißt, wie weit ich zurückgehen muss, da liegen wir sicherlich so ja, im Minutenbereich, je nachdem, wie häufig man da Snapshots sieht. Das Typische ist ja, oder das Kürzeste in nahezu allen Lösungen sind so die 15 Minuten, die klassischen, bis runter, dass man sagt, okay, man sichert ganz einfach häufiger Stundenbereich, 2 Stunden, 4 Stunden, was auch immer. Weil wir doch immer feststellen, naja, die klassische Datensicherung ist bei, ich denke mal, 90%, 95% immer noch so der Klassiker, einmal in der Nacht wird gesichert. Also da habe ich 24 Stunden. Dann habe ich aber auch gegebenenfalls 24 Stunden Datenverlust, weil ich dann nach 24 Stunden zurückgreife. Und da sind wir bei den letzten, das ist das klassische Band. Das heißt, da, wie gesagt, sind wir dann im Stundenbereich ja, oder vielleicht sogar Tagebereich, je nachdem, wie lange das Ganze dann entsprechend dauert. Ja, das ist erstmal die Technologie, die man dann entsprechend kombinieren kann. Und dann fragt man sich, naja, wie kann ich das Ganze dann entsprechend umsetzen mit Lösungen? Eine Lösung ist sicherlich ArcSurf. ArcSurf sollte bekannt sein. Da hat es in den letzten 2 Jahren ein paar Veränderungen gegeben. Wer den ArcSurf ein bisschen länger kennt, weiß, es kommt damals von Cheyenne gekommen, zu CA Technologies gekommen. Wir waren dann entsprechend eine sogenannte Business Unit innerhalb der CA und im Jahre 2014 hat man dann entschieden, im 1. August beziehungsweise 1. Oktober hier in Deutschland hat man dann entschieden, diese ArcSurf-Technologie rauszulösen aus der großen CA und eine eigene Firma zu gründen. Das heißt, es gibt jetzt eine eigene ArcSurf-Firma, in Deutschland auch eine ArcSurf Germany GmbH als Beispiel, die dann entsprechend diese Produkte und diese Technologien, die dann entstanden sind im Laufe der Jahre, entsprechend einsetzt. Sie sehen hier ein paar Awards, die wir gewonnen haben. Ganz aktuell, die letzten VMworld, haben wir dann Awards gewonnen, sowohl den weltweiten als auch den europäischen Award als Datensicherungslösung. Also wir werden sicherlich schon dort gesehen in dem Markt. Die Headquarters entsprechend in den USA, aber natürlich in nahezu jedem Land dann entsprechend vertreten. Mit diversen Kunden aus der Historie einfach heraus und entsprechende Partner, die unsere Lösung schon seit Jahren einsetzen. Ja, gehen wir ein bisschen in das Produkt hinein und schauen uns an, was ist denn eigentlich ArcSurf und wie funktioniert das Ganze?
Wir haben seit längerem, wer das kennt oder andersrum, Arcsurf Backup ist sicherlich bekannt. Das ist so der Klassiker. Ein Band wird angesprochen, wird gesichert. Man hat auch in Arcsurf Backup die Möglichkeit, auf Disk zu schreiben. Da gibt es auch eine Deduplizierungsfunktionalität. Aber Arcsurf Backup ist noch so der Klassiker an Datensicherungslösungen, wo Sie einen Backup-Server haben und Backup-Agenten, sei es Filesystemagenten, sei es Applikationsagenten, die Sie dann entsprechend über den Backup-Server dann entsprechend wegsichern. Jetzt gibt es schon eine ganze Weile eigentlich, seit ein paar Jahren, ArcSurf UDP. UDP steht für Unified Data Protection, ist so der neue Ansatz einer Datensicherungslösung, möchte ich so nennen. Und wie funktioniert eigentlich UDP? UDP ist im Gegensatz zu der klassischen ArcSurf Backup Technologie grundsätzlich eine Snapshot-basierte Technologie. Das heißt, es wird per Snapshot gesichert, entweder in der physischen Welt oder auch in der virtuellen Welt über einen Agenten, den man dann entsprechend in das System hinein installiert. Auf der Windows-Seite ist es dort ein VSS-Snapshot, was gezogen wird. Im Linux-Umfeld ist es eine proprietäre Snapshot-Technologie, die wir dort entwickelt haben. Aber sicherlich der ganz große Batzen ist sicherlich die virtuelle Welt, typischerweise VMware oder entsprechend Hyper-V, das auch Snapshot-Technologien einsetzen kann. Bei VMware ist es ja schon seit Jahren so, dass es über die vStorage API Möglichkeiten gibt, dort Snapshot zu machen mit der Technologie entsprechend dahinter. Bei Hyper-V ist es ein bisschen schwieriger, da mussten wir einen eigenen Treiber installieren, um das Ganze, wie gesagt, zu realisieren. Aber UDP baut, wie gesagt, grundsätzlich auf diese Snapshot-Technologie auf. Empfohlen oder generell eigentlich wird per Infinite Incremental, das heißt diese I2-Technologie gesichert. Das bedeutet im Endeffekt, dass Sie einmalig eine Vollsicherung machen. Das heißt, es wird ein Snapshot gezogen, Sie sichern das System per Vollsicherung, also alle Blöcke unten hinweg. Und dann bei der zweiten Sicherung wird dann wieder ein Snapshot gezogen und dann werden nur veränderte Blöcke mitgesichert. Das ist die Standard- und auch empfohlene Technologie. Sicherlich haben Sie die Möglichkeit, auch zu jedem Sicherungszeitpunkt entsprechend eine Vollsicherung zu fahren, aber die eigentliche Konzept dahinter ist, wie gesagt, dann Incremental-Sicherung zu fahren, also Zuwachs-Incremental-Sicherung. Das Sicherungsziel kann dann entweder ein Verzeichnis sein. Das Verzeichnis kann lokal oder über das Netzwerk angebunden irgendwo liegen. Dabei kann ich dann eine Komprimierung einschalten oder auch eine Verschlüsselung bis runter bis AES 256 Bit. Immer pro Sicherungssitzung sozusagen. Was ich dann habe, ist, dass ich pro System ein Verzeichnis habe, wo die ganzen Daten dann entsprechend drin liegen. Oder ich sichere als Sicherungsziel auf einen sogenannten Recovery Point Server oder abgekürzt RPS. Das ist, was wir mitbringen. Wir bringen mit UDP diese Technologie mit, dass Sie einen Recovery Point Server aufsetzen können auf einen Windows 2008 aufwärts Server. Können Sie, wie gesagt, diese Funktionalität oder ich nenne es gerne Rolle, ich vergleiche es ganz gerne mit einer Windows-Rolle, können Sie das Ganze dann aufsetzen, die Platten, also die Ablage der Daten kann dann an diversen Stellen liegen. Das kann entweder lokale Platten sein, das kann im Netzwerk angebundene Platten sein oder. Da kommen wir vielleicht später ein bisschen genauer dazu. Oder Sie setzen unsere ArcSurf Appliance ein, das ist ganz neu. Haben wir auch eine Appliance, das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, die ganze Technologie von diesem RPS-Server in einer Box fertig zu kaufen. Das heißt, Sie kaufen eine fertige Box in der jeweiligen Größe, was Sie dort brauchen an Kapazität und können diese Box dann direkt einsetzen. Aber grundsätzlich wird, wie gesagt, bei dem RPS, egal ob das die Softwarelösung oder die Hardwarelösung, die Deduplizierung eingesetzt. Es muss nicht, aber es ist sicherlich empfohlen, die Deduplizierung einzusetzen. Deduplizierung heißt, es wird auf der Quelle, auf der eigentlich zu sichernden Produktivsystem der Snapshot gezogen und dann wird im Prinzip erkannt, welcher Block dem RPS-Server schon bekannt ist und welcher Block nicht bekannt ist und dann entsprechend übertragen werden muss. Das heißt, Sie sparen nicht nur Zeit ein, sondern auch Platz ein. Und das ist nicht zu beachten. Also da liegen wir sicherlich im Bereich von 70%. Ich habe auch schon 80% gesehen, Einsparungen an Platz, die man dort hat. Auch über mehrere Versionen hinaus und über mehrere Server. Jetzt kann man dieses Spielchen ja nicht dauernd machen, dieses einmalig voll und dann nur noch incremental, dann wäre ja irgendwann die Platte gesprengt, sondern da muss man sicherlich schauen und zu sagen, okay,
Ich mache einmal die voll entsprechende Anzahl an Zuwachssicherung und da habe ich dann die Möglichkeit zu differenzieren und zu sagen, okay, ich habe tägliche Sicherungen, die laufen an den und den und den Tagen. Ich habe wöchentliche Sicherungen, die laufen an dem Tag, beispielsweise am Freitag, am Samstag, am Sonntag, was auch immer. Und ich habe Monatssicherung, entweder der letzte im Monat, der letzte Freitag im Monat oder was auch immer Sie dort definieren. Und es gibt noch eine Geschichte von benutzerdefinierten oder manuell angestoßener Sicherung, wenn Sie zwischendurch mal sagen, ich sichere das System entsprechend jetzt. Und dann, wenn Sie das dann eingestellt haben, dann läuft ein sogenannter Bereinigungsjob, Zusammenfügenjob, Mergejob im Englischen, der läuft dann entsprechend automatisch und diese Versionen dann abzugleichen. Die täglichen, wöchentlichen und monatlichen unterscheiden sich aber in der eigentlichen Datenmenge und der Technologie, die dahinter steckt, überhaupt nicht von einer anderen Sicherung, sondern es ist immer Block-Level-Increment mit der letzten Sicherung. Die Einstellung von täglich, wöchentlich, monatlichen hat nur damit zu tun, dass Sie festlegen können, ich bewahre jetzt Freitagssicherungen so und so viel auf. Ja, oder Monatssicherungen so und so viele bewahre ich da auf. Unterm Strich wird immer, also es verändert sich als Beispiel, Sie haben eine tägliche Sicherung, läuft jeden Tag 22 Uhr. Sie haben eine Wochensicherung, die läuft am Freitag 22 Uhr. Dann würden nicht zwei Sicherungen am Freitag 22 Uhr laufen, sondern immer die, naja, ich nenne es mal höherwertige Sicherung, also die Wochensicherung würde dann laufen, die tägliche würde nicht laufen und die tägliche dann sichert dann die Veränderungen von Donnerstag 22 Uhr, also die veränderten Blöcke dort. Und der wird dann entsprechend in der Anzahl festgehalten. In diesem Konzept gibt es näher eine Komponente, die so ein bisschen kritisch ist, und das ist der RPS-Server. Auf diesem RPS liegen alle Sicherungsdaten drauf, mit allen Versionen, ne, die Sie dann entsprechend haben. Um den zu schützen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das werden wir auch gleich sehen. Sie haben die Möglichkeit, und dann kommt hier das Band zum Tragen, dass Sie das auslagern können auf dem Band. Oder Sie sagen, Sie bauen einen zweiten auf oder einen zweiten, dritten, vierten, fünften, wie auch immer, einen zweiten RPS auf, der dann entsprechend in einem anderen Brandabschnitt, in einer anderen Lokation, beispielsweise haben Sie Außenstellen, ja, das ist so der Klassiker, ich habe fünf Außenstellen und die müssen mitgesichert werden. Dann würden Sie die lokal in der Außenstelle auf einen RPS sichern und einstellen, okay, die sollen sich replizieren, die veränderten Blöcke, in die Zentrale hinein. Da kommen wir ein bisschen genauer dazu. Also dieses Konzept gibt es auch mit Deduplizierung. Auch hier findet eine Deduplizierung statt, und zwar auf der Quellseite. Das heißt, es verändern sich hier, oder es werden nur nicht bekannte Blöcke entsprechend übertragen. Und von jedem Sicherungspunkt, den Sie dort haben, das sind die sogenannten RPs, die Recovery Points, die ja mehr oder weniger der Zeitstempel ist, wann die Sicherung lief, sprich wann der Snapshot gezogen wurde. Von jedem dieser Punkte können Sie dann entsprechend einzelne Dateien wiederherstellen, einzelne Ordner wiederherstellen, ein ganzes System wiederherstellen in der physischen Welt über ein Medium, was Sie über unsere Software erzeugen können, sogenannte Bare Metal Recovery Funktionalität, und das sogar auf unterschiedlichste Hardware oder dass Sie eine Sicherung von einem physischen Server in eine VM wiederherstellen. Oder wenn es agentenlos gesichert ist, diese Sicherung, also sprich von außen in der virtuellen Welt, haben Sie auch die Möglichkeit, die komplette VM in einem Rutsch wiederherzustellen, ohne jetzt, ich sag mal, die Hülle wiederherzustellen und dann über diesen Bare Metal Recovery Prozess zu gehen. Das ist grundsätzlich das Konzept von ArcServe UDP. Wenn man sich das jetzt ein bisschen genauer betrachtet, dann sehen Sie hier, das ist jetzt als Beispiel mal die Primary Site, sprich vielleicht das, die Zentrale des Unternehmens. Dort haben Sie dann Ihre physischen Server vielleicht, aber sicherlich auch die virtuelle Welt. Egal, ob das, wie gesagt, Microsoft Hyper-V ist oder VMware vSphere Server mit einer entsprechenden Funktionalität. Die werden grundsätzlich dann, wie gesagt, per Snapshot gesichert. Die Technologie dahinter ist immer die gleiche. VSS, Snapshot eigentlich, bei der agentenbasierten Sicherung, sprich die physische Maschine, wird über VSS den entsprechenden Snapshot gezogen. In der virtuellen Welt ist ein bisschen unterschieden zwischen VMware und Hyper-V. Bei der VMware-Funktionalität über die vStorage API beziehungsweise die Komponente VDDK, wo Sie die Möglichkeit haben, dann entsprechend einen Snapshot zu ziehen.
der VMware-Server weiß, welche Blöcke haben sich verändert. Das läuft über dieses Change-Block-Tracking von VMware. Das ist, wie gesagt, implementiert bei Hyper-V, eigene Treiber von uns. Das heißt, auch dort erkennen wir von Snapshot zu Snapshot, welche Blöcke sich verändert haben. Diese Sicherungen landen dann, wie gesagt, auf dem RPS-Server. Wenn wir jetzt von RPS-Server ausgehen, wir haben ja vorhin gesehen, man kann auch auf einen ganz normalen File-Share auslagern, aber nehmen wir mal an, wir sichern hier auf den RPS, egal ob die Appliance, ob es die Appliance ist oder, wie gesagt, ja, die Software-RPS-Funktionalität. Dann diese Auslagerung, die berühmte Auslagerung auf Band, worum sich das in diesem Webcast eigentlich handelt. Das heißt, hier haben Sie dann die Möglichkeit, von einem RPS direkt entsprechend auf dem Band auszulagern. Da kommen wir gleich ein bisschen genauer dazu. Sie haben aber auch die Möglichkeit, ups, das ist falsche Richtung, auf einen zweiten RPS zu replizieren, habe ich gerade erwähnt. Das heißt, die Möglichkeit auf einen zweiten über eine Warnstrecke, LAN-Strecke, TCP-IP-Protokoll wird entsprechend Blöcke transferiert. Auch hier nur Blöcke und zwar auch hier quellbasierte Veränderungen. Nehmen wir als Beispiel mal, Sie haben hier den E-Mail-Server als physische Maschine, der sichert hier hin, sichert vielleicht alle 2 Stunden hier hin. Sie halten hier entsprechend vielleicht 14 Tage vor, als tägliche Sicherungen vor. Und dann haben Sie die Möglichkeit zu bestimmen, dass für die Sicherung von diesem Server, die sollen auch noch repliziert werden auf die zweite Seite hier. Und auch dabei findet eine Replikation statt, weil der Datenbestand dieser Recovery Point Server unterschiedlich sein kann, weil hier natürlich auch Server stehen könnten, die dann hierhin replizieren auf einen primären in der Außenstelle, sichern oder auf einer Appliance, ist egal. Und diese Replikation ist nicht eine Einbahnstraße, sondern das ist bidirektional, das heißt, die können sowohl Sicherung von dem einen auf den anderen und andersrum. Ja. Das heißt, die Datenbestände unten drunter sind komplett andere. Und wenn jetzt hier von dem E-Mail-Server hier ein Block 4711 übertragen werden soll auf der zweiten Seite, dann, ja, einfach gesprochen, unterhalten sich die RPS-Server, um zu sehen, naja, kennst du den Block 4711, muss ich dir den überhaupt schicken? Oder, wie gesagt, hast du den schon, dann kann ich den nächsten Block anfassen. Das Ganze, wie gesagt, über eine Replikationsfunktionalität, wo Sie dann natürlich auch Zeitfenster einstellen können, wann soll repliziert werden. Sie haben die Möglichkeit, die Bandbreite zu limitieren hier an der Stelle. Da gibt es verschiedene Technologien. Das Ganze kann auch ausgelagert werden auf einer Remote-Site. Das heißt, Sie haben doch die Möglichkeit, diese Auslagerung beispielsweise ein Ausfallrechenzentrum etc. vorzunehmen. Das heißt, Sie sehen hier, das ist keine 1-zu-1-Replikation, sondern diese Außenstelle könnte in die Zentrale wiederum in die Außenstelle. Dieses Auslagern auf Band, was ich hier versucht habe, ein bisschen rot zu markieren, das kann von jedem RPS-Server erfolgen. Das heißt, auch diese Auslagerung auf Band, die könnte, wie gesagt, hier in der Außenstelle, im Ausfallrechenzentrum erfolgen oder vielleicht sogar in der Außenstelle. Das heißt, diese Systeme würden dann entsprechend in der Außenstelle dann ausgelagert werden auf Band. Das Ganze geht noch ein bisschen weiter. Wir haben auch die Möglichkeit in die Cloud, und zwar hier in eine RPS-Cloud zu replizieren. Das heißt, Sie haben Technologie in der Cloud stehen, wo Sie dann entsprechend über diese Replikationsfunktionalität in die Cloud. Aber Sie haben auch die Möglichkeit, ganz normale Dateireplikationen in die Cloud vorzunehmen. Ja, und hier als Neues gibt es auch eine ArcServe Cloud. Wir haben auch eine eigene Cloud, um das entsprechend unseren Kunden direkt anzubieten. UDP ist grundsätzlich eine webbasierte Oberfläche, das heißt, Sie verbinden sich einfach über einen Browser, egal von welchem Browser. Es geht sogar über das Handy, dass Sie dann entsprechend über das Handy dort, aber über typisches Smartphone dort auf die Oberfläche sich verbinden. Das Ganze ist, wie gesagt, webbasiert, anders als eine klassische Datensicherung, wo Sie dann entsprechend dort ein Manager haben, ein Windows-Manager. Hier sehen Sie mal diese entsprechenden Pläne, weil wir diese Jobs ein bisschen anders aufziehen. Wir generieren Pläne und innerhalb der Pläne gibt es entsprechende Aufgaben. Hier mal ein paar Beispiele, wie sowas aussehen könnte. Sie sehen dann auch die entsprechende Woche, Sie sehen die Zeiten und so weiter und so fort. In der aktuellen Version 6, die jetzt ganz, ganz neu ist, gibt es jetzt neue Funktionalitäten. Ja, in der neuen Version gibt es immer neue Funktionalitäten, zum Beispiel dieses Auslagern auf Band, was ja eigentlich das Thema dieses Webcasts ist.
Das konnten wir vorher schon, aber vorher war das so, dass das entsprechend in Active Backup gesteuert wird. Jetzt haben sie das Ganze in der UDP-Konsole. Das heißt, sie brauchen sich darüber gar nicht kümmern, sondern sie pflegen einfach einen zusätzlichen Plan oder Aufgabe ein, der dann auf Bandkopieren heißt und dann bestimmen sie, naja, die täglich, wöchentlich, monatlich, welche auch immer, die sollen dann entsprechend aufs Band ausgelagert werden und zwar auf diesem und diesem Band, weil die UDP-Oberfläche jetzt auch entsprechend diesen Arcsurf Backup Server sieht. Sie sieht die Tape Library Gruppen, die dort definiert worden sind und sie können da dann entsprechend direkt auslagern. Das Ganze ist auch Linux unterstützt mittlerweile, komplett Linux unterstützt. Die Erweiterung, wie gesagt, bislang war auch Linux supported, aber Linux ist jetzt auch supported, also unterstützt auf den RPS mit Deduplizierung. Das heißt, Blöcke auf dem Recovery Point Server werden jetzt von beispielsweise Oracle Blöcke mit Exchange Blöcken, mit Linux Blöcken komplett dedupliziert. Also uns interessiert nicht, wo die Blöcke herkommen und welche Struktur sie haben, sondern sie werden einfach verglichen, eins zu eins verglichen. Und die Blöcke, die gleich sind, die werden nur einmalig abgelegt, die anderen werden entsprechend verlinkt. Das, wie gesagt, komplett in der Linux-Welt. Eine weitere Funktionalität, und jetzt sind wir wieder bei dem Zeitstrahl, die eigentliche Geschichte. Naja, was mache ich mit meinem Backup? Irgendwann muss ich vielleicht irgendwas wiederherstellen. Die Wiederherstellung ist das Zeitkritischste an der ganzen Geschichte, weil während der Wiederherstellung typischerweise keiner arbeiten kann. Das heißt, die Anwendung ist ausgefallen und Sie müssen jetzt irgendwie reagieren. Das heißt, Sie haben die Problematik, naja, wo liegen meine Daten? Liegen sie auf Platte, liegen sie auf Band und wie schnell komme ich da dran, um die Applikation entsprechend zur Verfügung zu stellen? Wir haben eine neue Funktionalität eingebaut und zwar nennt sich die Instant VM. Das heißt, die Sicherung des Systems stellen wir einfach als VM wieder zur Verfügung. Und das innerhalb von, ich sag mal, naja, fast Sekunden, vielleicht 2-3 Minuten, ja, die es dauert, um die letzte Sicherung wieder zu präsentieren. Sie gehen ganz einfach ein, Sie haben einen Fehler eines Systems, gehen rein und sagen, dieses System als VM wiederherstellen, als Instant VM wiederherstellen. Er zeigt Ihnen automatisch die letzte Sicherung an. Sie bestimmen, wer ist der Virtualisierungshost. In dem Beispiel ist es ein VMware-Server. Das heißt, Sie authentifizieren sich an dem VMware-Server. Sie sagen, okay, das System heißt so und so und so und so. Damit Sie es auch im VMware Client wiederfinden. Ja, standardmäßig bekommt es so ein Präfix vorne vor, UDP IVM für Instant Virtual Machine. Eine Beschreibung können Sie noch einführen. Und jetzt kommt, Sie legen dann ein Verzeichnis, legen Sie fest, auf dem Recovery Point Server, sprich auf dem Windows Server. Und zwar dort wird dann die Maschine präsentiert. Weil wir nehmen einfach die Maschine und präsentieren die. Wir stellen nichts wieder her. Das wird kein Block wiederhergestellt, sondern wir präsentieren einfach, je nachdem, was für eine Virtualisierungswelt das ist, wenn VMware als VMDK, in Hyper-V entsprechende VHD, die präsentieren wir ganz einfach. Und die wird in diesem Verzeichnis präsentiert. Im Falle von VMware erfolgt das über NFS, weil der ESX-Server muss ja dann irgendwie auf diesen Datenbestand zugreifen können. Sie bestimmen noch zusätzlich, wie viel CPU soll die Maschine haben, wie viel RAM und die Netzwerkkarte, weil diese Geschichte kann natürlich auch im anderen Standort stattfinden. Das heißt, Sie haben hier auch die Möglichkeit, komplett den DNS anzupassen, die IP-Adresse, das heißt, dass Sie im anderen Subnetz sind. Dann wird die präsentiert. In dem Fall hier sehen Sie das auf dem ESX, da wird die Maschine präsentiert. Und das ist dieses Verzeichnis auf dem RPS-Server, auf dem dann diese Freigabe, diese NFS-Freigabe erfolgt. Das machen wir alles über die Software. Sie brauchen also gar nichts. Sie brauchen einfach nur eine NFS-Server-Rolle auf dem RPS zur Verfügung zu stellen. Und dann erfolgt, wie gesagt, diese Präsentation. Sie sehen hier, das ist das Verzeichnis. Und das Verzeichnis hat eigentlich eine Größe von über 60 GB, weil die Maschine 60 GB vorher hatte. Aber belegt auf dem Datenträger sind gerade mal 2 GB. Das heißt, wir präsentieren einfach die Hülle sozusagen. Das heißt, alle Lesevorgänge während dieses Prozesses, hier sehen Sie dann nochmal den NFS-Share auf dem ESX-Server, alle Lesevorgänge kommen dann aus dem Data Store heraus, aus dem RPS, die Blöcke werden zusammengepackt, zusammengefügt und dann als VMDK entsprechend präsentiert. Jetzt kann es ja sein, dass Sie auf dieser Instant VM-Maschine dann weiterarbeiten, das heißt, Sie haben einen anderen Datenbestand. Der Datenbestand, wie gesagt, kann sich verändern und jetzt kommt es darauf an, woher war diese eigentliche Maschine? War es eine Physik? Dann können Sie über die Bare Metal Recovery Funktionalität diese Maschine wiederherstellen. Ja, dazu
starten Sie das Medium über typischerweise USB-Stick und dann können Sie diese Maschine direkt wiederherstellen. Und zwar den laufenden Stand sozusagen entsprechend wiederherstellen. Das Ganze gibt es auch für Linux, also das gibt es für Windows und für Linux. Bei Linux gibt es jetzt noch eine weitere Funktionalität und die nennt sich Instant BMR, also Bare Metal Recovery, Instant Bare Metal Recovery. Hier ist die Oberfläche, Sie bestimmen, Sie möchten einen Bare Metal Recovery fahren. Dann sagen Sie, welcher Stand, also aus dem RPS, auch Linux greift auf den RPS zu und Sie bestimmen ganz einfach den Datenbestand. Und jetzt kommt, jetzt können Sie über eine MAC-Adresse ganz einfach dieses System oder dieses Image booten. Wir haben also die Möglichkeit bei Linux-Systemen auch über PXE zu entsprechend zu booten. Sie geben einfach die MAC-Adresse an, den Hostnamen, wie soll sie heißen, die dynamische IP-Adresse oder statische IP-Adresse und dann können Sie hier unten Instant BMR aktivieren. Instant BMR ist sozusagen die Funktionalität, dass Sie ein Image booten, das erfolgt jetzt, wie gesagt, Sie starten das Ganze, dann bootet die Maschine, Sie sehen hier, das bootet dann über Netzwerk und dann steht es zur Verfügung. Dann können Sie schon darauf zugreifen. Dann ist es 1:1 das System, was Sie vorher hatten, belegt aber zum jetzigen Zeitpunkt gerade mal, in dem Fall 120 MB und Sie können darauf arbeiten. Und jetzt können Sie bestimmen und sagen, okay, das System soll weiter verwendet werden, weil hier möchten Sie Daten auch verändern. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, die automatische Wiederherstellung zu aktivieren. Das heißt, im laufenden Betrieb werden die Daten dann wiederhergestellt auf der Physik und Sie haben die Möglichkeit, da wieder weiterzuarbeiten. Ja, ein Reboot und Sie arbeiten dann auf dem Original, wie es vorher war. Ja, also hier eine Kombination sozusagen aus Instant VM und Instant BMR für physische Maschinen als Beispiel. Was wir noch eingebaut haben, wir arbeiten ja generell über die Snapshot-Funktionalität. Ja, also es ist typischerweise immer die Snapshot-Funktionalität. Es ist bei Windows grundsätzlich immer VSS-Snapshots, die wir hier verwenden. Jetzt haben Sie aber auch die Möglichkeit zu sagen, naja, ich habe aber eine Storage dahinter, die bietet mir auch ein Snapshot an, und zwar ein Hardware-Snapshot. Aus diesem Grunde haben Sie die Möglichkeit, in verschiedensten Umgebungen dann hier, wie gesagt, Snapshots von Hardware anzubieten. In der ersten Version unterstützen wir hier NetApp mit Snapshot-Funktionalitäten, als Beispiel über Loons, die per iSCSI eingebunden sind für die physische Welt. Das heißt, Sie haben Volume, was per iSCSI angebunden ist von der NetApp, dann unterstützen wir das. Der Snapshot wird zwar dann über den Agenten weiterhin über VSS angestoßen, aber mit der Funktionalität von SnapDrive, das ist der Hardware-Snapshot-Provider, den sehen Sie hier, der dann auf dem jeweiligen System aktiviert ist und der veranlasst dann, dass die NetApp einen Hardware-Snapshot anstößt. Weil die große Problematik bei Snapshots ist nicht das Erstellen des Snapshots an sich, sondern eher das Auflösen seines Snapshots. Das ist ja diese Problematik, die dann länger dauert, weil der Snapshot wird ganz kurz eingefroren, das System. Das heißt, dieses eingefrorene System, das sichern Sie. Sie arbeiten, auch alle Lesevorgänge erfolgen von diesem Snapshot heraus, alle Schreibvorgänge, die dann stattgefunden haben, die laden den Read-Logs und müssen ja dann irgendwann, wenn das Backup fertig ist, abgeglichen werden, weil Sie möchten ja diesen Snapshot nicht weiter betreiben, sondern Sie möchten ja irgendwann das System wieder als Live-System sozusagen haben, das heißt ohne Snapshot da haben. Das heißt, das System muss hergehen und diese Redo-Logs, die veränderten Blöcke, die stattgefunden haben, abgleichen in das Original-Image. Und das ist die Problematik eigentlich von Snapshot-Sicherung, dass das länger dauern kann. Ja, das kann länger dauern, je nachdem, wie viel I.O. Sie auf diesem System haben, dass das System, wie gesagt, diese Snapshots wieder zur Verfügung stellt. Bei Hardware-Snapshot ist das was anderes, weil da haben Sie die Möglichkeit, über Flex-Clone ein Snapshot zu generieren, was ein Klon ist. Das heißt, der Software-Snapshot ist sofort weg, den löschen wir sofort wieder. Ja, wir machen erst einen Software-Snapshot, dann macht die NetApp entsprechend einen Hardware-Snapshot. Der Software-Snapshot wird gelöscht und wir sichern aus diesem Hardware-Snapshot, was ein Klon ist. Ja, das über Flex-Clone wird dort ein Klon generiert. Das heißt, wenn wir fertig sind mit dem Snapshot, mit der Sicherung, wird einfach der Klon gelöscht und gut ist. Ja, weil die arbeiten ja weiterhin über ihren Originalstand. Also das ist die eine Funktionalität über diesen Agenten. Zweite ist über Hyper-V. Da sieht es ähnlich aus. Das heißt, Sie haben Hyper-V-Host. Der Host hat VMs und diese VMs liegen mit ihren VHDs, VHDX, auf einem NetApp iSCSI-Loon.
Und auch hier wird jetzt dann dieser Hardware-Snapshot-Provider eingesetzt, um das Ganze zu sichern. In der VMware-Welt sieht es ein bisschen anders aus. Da wird je nachdem, wird dort FlexClone eingesetzt, was ich erwähnt hatte, dass ein FlexClone empfohlen wird. Das empfehlen wir auch, weil das einfach schneller geht. Und was dann verwendet wird, ist, dass wir die Hardware-Maschine, also die NetApp, diesen FlexClone erzeugt und diesen Clone einfach als solche Appliance hier, das ist einfach mit VM eine Hülle, und die hat, wie gesagt, diesen Klon. Ja, und der wird dann entsprechend gesichert. Da gibt es verschiedene Sicherungsmethoden, entweder, wie gesagt, über FlexClone oder auch über NixFlexClone. Dann geht es über einen NFS-Client, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber dann haben Sie auch die Möglichkeit, wie gesagt, einen anderen Transportmodus zu verwenden. Und der Vorteil, wie gesagt, von Hardware-Snapshot ist, dass es Auflösen wesentlich schneller erfolgt. Ja, dann gibt es weitere Installations-Wizards. Das werden Sie vielleicht sehen, wenn Sie ArcServe UDP runtergeladen haben über die Trial-Version. Dann bekommen Sie so einen AS Downloader präsentiert, wo Sie dann bestimmen müssen und zu sagen, naja, was möchte ich denn eigentlich runterladen, was möchte ich denn eigentlich nutzen? Einmal UDP, einmal Backup, einmal High Availability, eine Funktionalität, auf die wir jetzt gar nicht eingegangen sind. Und unten dann nochmal die Komponenten für die Linux-Unterstützung in dem Fall. Und dann installieren Sie über dieses Tool installieren Sie einfach die Produkte. Ja, mit einem Installer wird das Ganze installiert. Sie starten dann im Falle von UDP einfach die Oberfläche über den Webbrowser und dann bekommen Sie so einen Konfigurationsassistent. Der leitet Sie komplett durch, um das Ganze dann einfach zu konfigurieren. Ein paar weitere Neuerungen sind gerade diese Geschichte der Außenstellen, wird hier in dem Bild dargestellt, wo Sie ja, wenn Sie keinen VPN-Tunnel verwenden, das heißt in einem Netz sind, jeweils intern und extern, haben Sie ja die Problematik, dass Sie über NAT-Protokoll, sprich Translation, also ja, NAT-Adress-Translation, das heißt die Adressen müssen ja umgesetzt werden, dann muss die Firewall für die entsprechenden Ports konfiguriert werden und, das ist ja eine ziemlich komplexe Geschichte. Aus diesem Grunde haben wir hier die Funktionalität des UDP-Gateways. Entwickelt, mit der Sie die Möglichkeit haben, ganz einfach das aufzusetzen. Das Gateway kümmert sich um diese Verbindung zwischen dem jeweiligen UDP-Konsole und dem Gateway und der Außenstelle. Ja, das Ganze ist auch per Command-Line steuerbar. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Skripte da bauen möchten, haben Sie die Möglichkeit, hier per Skripte das Ganze, wie gesagt, zu managen. Was ganz interessant ist sicherlich, wir brauchen ja einen Agenten. Im Falle von der Physik brauchen wir einen Agenten, der sich in dieses VSS-Snapshot integriert. Da hatte ich erwähnt, dass das Ganze über, wie gesagt, ins VSS integriert wird. Und bei der Installation in der vergangenen Version braucht man einen Reboot, weil es dann ziemlich tief im Kernel dann entsprechend dieser Treiber eingebunden wird. Wir haben jetzt diesen Agenten neu geschrieben und die Anpassung für VSS und sind jetzt in der Lage, ohne einen Reboot entsprechend dort den Agenten zu installieren. Auch beim Update von Version 5 auf 6 haben Sie die Möglichkeit, dort ohne Reboot das Ganze zu machen. Verbessertes Management, das ist das, was Sie hier in dem Bild sehen und auch Windows 10 und Exchange 2016 Unterstützung. Das ist UDP mit der neuen Funktionalität. Es gibt das entsprechende passende ArcServe Backup dazu, was unten drunter die Auslagerung auf Band übernimmt. Unten drunter, wie gesagt, es wird gesteuert über UDP, aber unten drunter das Doing sozusagen macht weiterhin ArcServe Backup. Sie haben auch die Möglichkeit im ArcServe Backup den kompletten RPS mit seiner ganzen Versionierung wieder zu sichern und zu wiederherzustellen. Ja, wenn Sie die normale Integration der täglich-wöchentlich-monatlichen Sicherung, dann generieren wir immer ein Band zu dem jeweiligen Zeitpunkt mit der Vollsicherung von dem jeweiligen System. Wenn Sie jetzt sagen, naja, ich habe auf diesem RPS-Server 20 Versionen von den Maschinen liegen und die hätte ich auch ganz gerne, dann haben Sie auch die Möglichkeit, wie gesagt, den kompletten RPS mit allen Verzeichnissen, die darunter bestehen, dann wegzusichern. Exchange 2016 Unterstützung, HANA Unterstützung, auch hier neueste Laufwerksgeneration, LTO 7, was seit kurzem verfügbar ist, auch die Unterstützung der neuen NetApp-Umgebungen und so weiter und so fort. Also viele, viele Neuerungen in dem Umfeld, damit Sie da die Möglichkeit haben, das einzusetzen. Jetzt hatte ich das kurz erwähnt, wir haben auch eine Appliance, eine ArcServe Appliance. Es gibt also, wie gesagt, das Ganze auch in der Box, fix und fertig sozusagen. Das heißt, Sie haben hier ein 19 Zoll
Also ein Server, je nachdem der Größe in 1 HE oder 2 HE, gibt es verschiedene Modelle und das ist fix und fertig dann entsprechend konfiguriert. Sie sehen hier die Modelle, einmal die linken 1 HE Modelle und rechts die 2 HE Modelle und Sie sehen oben die Kapazität von 3 Terabyte bis 30 Terabyte, haben Sie die Möglichkeit, Sie gucken, also wie viel Daten habe ich zur Sicherung, welche Appliance kann ich dann entsprechend dort einsetzen. Die Appliance ist fix und fertig konfiguriert, das heißt auch mit RAID-Systemen jeweils, mit einer SSD, mit genügend RAM, damit es auch für diese berühmte Hash-Tabelle dann dort genügend Platz zur Verfügung ist. Dann gibt es weiter, wenn Sie jetzt eine Umgebung haben, wo Sie sagen, naja, ich habe aber noch Fiber-Channel, dann haben Sie die Möglichkeit, auch Fiber-Channel-Karten anzupassen, 10 Gig Ethernet-Karten einzubauen und so weiter und so fort gibt es noch zusätzlich. Dann haben Sie ein Plug and Play. Ich hatte ja erwähnt, dass das Ganze, wie gesagt, vorbereitet ist. Das heißt, Sie haben ein Plug. Das erste Mal, wenn Sie die Appliance bekommen, schalten Sie ein. Die Sprache wird angepasst, je nachdem. Die Windows 2012 R2 wird angepasst. Sie geben dem Ganzen ein Passwort und dann sind Sie schon in der Oberfläche, in der Windows-Oberfläche, wo Sie das Ganze UDP dann konfigurieren können. Fix und fertig konfigurieren können. Sie können das Ganze der Domäne, der bestehenden Domäne hinzufügen. Sie können sagen, wie heißt die eigentliche Appliance. Und dann geht es schon los. Dann können Sie mehr oder weniger schon den ersten Backup-Job starten, indem Sie dann, wie gesagt, hier so einen Plan hinzufügen und sagen, die und die Maschinen sollen dann und dann gesichert werden. Das ist, wie gesagt, die Funktionalität der Appliance. Sehr, sehr einfach. One Box. Ja, Sie haben auch alles aus einer Hand. Auch der Support läuft weiterhin über unseren Dortmunder Support. Das heißt, die rufen dann an. Der analysiert, ist es ein Hardware-Problem, ist es ein Software-Problem. Beim Hardware-Problem wird der Hardware-Service-Provider involviert und dann, je nachdem, was für ein Maintenance Sie gekauft haben, also was für eine Wartung Sie gekauft haben, bekommen Sie dann die Maschine innerhalb von 24 Stunden wieder betriebsbereit eingesetzt oder wenn Sie die Platin noch mal haben, sogar innerhalb von 4 Stunden. Die Lizenzierung von UDP ist sehr, sehr einfach gehalten. Das heißt, Sie bestimmen ganz einfach, okay, was habe ich denn? Möchte ich oder was brauche ich denn für Technologien? Sie haben die Standard Edition beziehungsweise die Workstation Edition. Die sehen sich hier links, Standard Edition, mit Standardfunktionalitäten. Ja, Standardfunktionalitäten heißt Snapshot-Sicherung, egal physisch oder virtuell. RPS-Funktionalitäten ist komplett dabei, sprich die Duplizierung ist komplett dabei. Replikation der RPS, das heißt der Einsatz von Recovery Point Servern ist nicht limitiert, sondern generell bei der Lizenzierung lizenzieren Sie immer die Quelle, die Quellkomponenten. Sagen Sie jetzt, okay, ich habe da noch eine Applikation, Exchange, SQL, Oracle, was auch immer, dann benötigen Sie die Advanced Edition. Sie haben grundsätzlich immer diese Auslagerungsfunktionalität, also das Generieren der Bänder immer dabei. Ja, und dann geht es noch runter, wenn Sie jetzt volle Unterstützung haben möchten für die klassischen ArcServe Backup-Komponenten wie NDMP-Funktionalität etc., Snapshot-Funktionalitäten, dann sehen Sie, brauchen Sie den entsprechenden Premium Edition. Dann gibt es noch eine Premium Plus, die unterscheidet sich mit Hochverfügbarkeit. Ja, da ist noch eine Hochverfügbarkeit drin. Die Appliance entspricht 1 zu 1 der Advanced Edition und die Cloud entspricht auch sozusagen, ja, so ein Misch zwischen Appliance und Standard Edition. Das Tape geht logischerweise in der Cloud nicht, ist ein bisschen schwierig, aber sonst, wie gesagt, gleiche Funktionalitäten. Und dann sagen Sie ganz einfach, naja, wie viel CPU-Sockel habe ich dann in meiner Umgebung, beziehungsweise wie viel Terabytes habe ich, das ist in dieser Lizenzierung, das heißt, Sie zählen ganz einfach Ihre Terabytes, wie viel Terabyte hat meine Umgebung einmal voll gesichert, wie viel Terabyte sind das, also nativ, also nicht die duplizierte oder sowas, nativ, oder Sie zählen CPU-Sockel, egal physische Welt, virtuelle Welt, ja, der Hypervisor, ESX, Hyper-V, was auch immer, hat 2 CPUs, 4 CPUs, was auch immer, physikalisch bestimmte CPU-Sockel, dann nehmen Sie die per Sockel-Lizenzierung oder Sie haben auch die Möglichkeit bei nativen Workstation Edition beispielsweise oder Standard Advanced haben Sie auch die Möglichkeit, einzelne Server sozusagen, nicht über die CPU-Lizenzierung, sondern einzelne Server. Das heißt, zusammengefasst sind wir wieder bei unserem Zeitstrahl, worum es eigentlich in dem Backup-Umfeld eigentlich geht. Das heißt, Sie sehen hier die Produkte, die Sie damit einsetzen können. Ja, wir hatten vorhin die Technologien, ganz am Anfang, die Technologien, sei es Replikation, da sind wir hier in High Availability Funktionalität, weil das auch repliziert, Daten repliziert, in Echtzeit repliziert.
Oder Snapshot-Technologie, da sind wir hier in der UDP-Funktionalität mit Instant VM beziehungsweise Virtual Standby, das hatte ich noch nicht erwähnt. Da können Sie vorsorglich schon mal eine virtuelle Maschine aufbauen. Bei Instant VM bauen Sie die Maschine, wenn der Ausfall ist. Bei Virtual Standby haben Sie die Möglichkeit, dann vorsorglich zu sagen, okay, ich habe hier meinen Exchange-Server, der ist wichtig, der soll innerhalb von ein paar Minuten wieder laufen. Das heißt, Sie bauen vorsorglich schon die virtuelle Maschine zusammen. Die virtuelle Maschine wird immer mit dem letzten Sicherungsstand gefüttert und hat immer den Stand der letzten Sicherung. Sie haben auch die Möglichkeit, dort automatisch einzuschalten, die Maschine und so weiter und so fort. Also baut aus der Datensicherung eine virtuelle Maschine. Nachteil oder gegenübergestellt der Instant VM ist es so, dass Sie bei Virtual Standby natürlich diese virtuelle Standby-Maschine, sprich auch den Datenbestand im Data Store, immer belegen. Ja, den belegen Sie immer. Ja. Sind wir jetzt hier bei der Tape-Technologie, dann sind wir bei ArcServe Backup, klassisch ArcServe Backup, wo dann entsprechend über Band ausgelagert wird. Sie sehen hier, das sind wieder die Minuten oder Sekunden, die dann vergehen im Ausfall. Das heißt, Sie bestimmen, welche Technologie bzw. eine Kombination dieser Technologie. Das hatte ich ja erwähnt. Technologie, Snapshot, Auslagern auf Band, auf Platte. Sicherung auf Platte mit Versionskontrolle, kürzester Zeitpunkt 15 Minuten und dann sagen, okay, die täglich, wöchentlich, monatlichen Sicherungen sollen ausgelagert werden auf Band und dann entsprechend weggelegt werden. Das ist jetzt, wie ArcServe Backup bzw. ArcServe UDP, ArcServe Replication dort ihre Anforderungen da erfüllen kann, um die bestmögliche Lösung zu präsentieren. Ein Hinweis noch in eigener Sache, wir haben jeden Freitag um 14 Uhr Webcast-Termine, wo Sie das Ganze dann noch ein bisschen live sehen können. Sie können sich anmelden über die bekannte Seite arcsurf.com/de unter Veranstaltungsbereich oben. Und da, wie gesagt, bekommen Sie dann das Ganze mal live präsentiert und ein bisschen tiefer technisch. Jetzt war es so ein grober Überblick über die Technologie, da geht es ein bisschen tiefer hinein. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Wir sind fast in time. Wir haben noch 7 Minuten oder 6 Minuten. Wie gesagt, es sind ein paar Fragen da, die werde ich im Anschluss entsprechend beantworten und die Antworten Ihnen dann entsprechend zukommen lassen. Ich sage vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.